Ja, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mega Man Unlimited. Wir haben im letzten Part es geschafft, dass Trinitro Man das Nitro ausgeht und deswegen sagt K.O. Und ja, kleine Information an alle, die das Spiel noch nicht so ganz kennen. Wer die Buchstaben sucht, die vier, der muss in den Level suchen. Das kann ich mal so sagen, dort sind die versteckt. Hier nicht. Aber wir wollen heute zu einem ganz bestimmten hin. Ich will zu Nailman. Weil ich weiß, dass wir den Blatt kriegen könnten. Den sollten wir eigentlich mit dem First Try, also ohne Game Over, schaffen. Wir haben 8 Leben, 2 E-Tanks. Was kann passieren? Außer ich mach scheiße, aber naja. Ja, komm. So, der Sound. Gibt es, glaube ich, ein paar nervige... Oh Gott! Gibt, glaube ich, ein paar nervige Sprünge, die ich... selbst der Conan-Kun gefürchtet hat. Oh, nee. Sag mir ja nicht, dass die Energie jetzt runtergeflogen ist. Ja, fuck. Hopp. Du hättest auch Energie träumen können, aber... Oh Gott. Ich muss da hoch. Ah, shit. Moment. Ich will es mal versuchen. Load Game. Einladen. Und nehmen ein zweites Mal herausfordern. Jetzt schaffen wir es aber wirklich hoch. Ich war jetzt ein bisschen noch nicht eingespielt. Ich habe jetzt Unlimited jetzt ein paar Tage lang nicht angefasst. Das war jetzt Wochenende gewesen. Bis Wochenende kann ich ja nie aufnehmen. Leider. Mal gucken. Stirb. Ich find's echt cool, dass ich zocken kann und gleichzeitig OBS im Bild habe. Das ist richtig cool. Egal, Mega Man Unlimited ist ein Spiel, wo sich das einfach lohnt. Oh Gott. Stirb, du Hurensohn. Ja, er ist tot schon. Ja, diese Bauarbeiter, die werden uns noch echt lang genug belästigen. Außer Chaos macht den ersten Fail seines Lebens und springt runter. Verdammte Axt. Komm, wir rennen mal durch. Ich glaub's jetzt nicht. Moment. Nein, ich bin kein Noob. Ich bin kein Noob und mache es, mein Game wieder laden. Ich geh sowieso nur maximum 9 Leben, also. Down. Kommt echt ungünstig die Energie jetzt, ey. Aber ich bin ja voll. Hep. Hep. Down. Hep. Yes. Wichser. You are a fucking Wichser. So, jetzt. Dankeschön. Ach, du fucking Wichser, ey. Geh verrecken. Ach, die Plattform, die kenne ich. Die sind witzig. Weil wenn du das über so eine ganz dünne Stelle bist, dann gehen die nämlich auf. Oh, up. Jump und ja, guck mal weiter. Ja, brauchen wir eine Fähigkeit, um dahin zu kommen. Wie viel Schrauben haben wir eigentlich? 48. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch eine. Was? Warum bin ich gestorben? Warum bin ich jetzt gerade gestorben? Ich hab mich gesehen.
Unfair. Aber ich sag, wir müssen hier lang. Wir machen nämlich jetzt ein Spiel. Nehmen, schaffen. Dann mache ich mit euch Clueman. Und dann habe ich mir überlegt, Rainbow Man anzugreifen, ey. Weil Rainbow Man ist sehr scheiße. Also von der Stage her übelst scheiße, ey. Aber wenn wir Clubens Waffe haben, dann ist da für mich kein Hindernis mehr. Weil Clubens Waffe nämlich die Schwäche von dem ist. Ich versuche gerade hier reinzuhoppen. Ja. Komm nur her, Junge. Ist ja ganz lustig. Warte mal, ich hab eine Idee. Ah, ich hab's umgestellt. Stimmt. Ich vergaß, dass ich meine Konfiguration ein klein wenig geändert habe. Danke für die kostenlose Energie. Schnell abhauen. Gideon sind sowieso scheißegal. Hep. Oh, hier muss man echt vorsichtig sein, wegen allem. So. Jetzt kommt der Verrückte. Zuerst mal den. Oh, fuck, hier. Hier muss man ganz kleinen Sprung machen. Shit. Diese Scheiße, ey. Ja, jetzt können wir es schaffen. Jetzt schaffe ich das mit First Try rüber. Hep. Weg. Jetzt du. Hep. Hep. So, nächster Sprung. Warten, der muss schießen. Und tschüss. Hab keine Veränderung für dich, Walkser. Rauf. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Ach, stimmt, ich kenne hier schon die Gefahr. Aber den Rest nicht. Da war, glaube ich, irgendwo ein Miniboss, der scheiße war. Ich erinnere mich. Diesmal ganz kurzen Sprung machen. Auch wenn es scheiße ist. Ich kann vergessen, ich weiß nicht, wie weit ich springen muss. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch eiskalt am Arsch. Ging doch. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich echt aufpassen, ey. Fuck. Durch. Mir muss jetzt alles scheißegal sein. So. Immer nach Motto, mir ist alles scheißegal. Warte mal. Haben wir eine Waffe gegen dich?
Und down. So, jetzt mit dir. Ja, du bist weg. Oh Gott. Yes, Energie. Perfekt. So, das brauche ich jetzt echt dringend. Ach du Scheiße, ey. Das ist gemein, ey. Das ist gemein. Wenn ich das überleben sollte. Nee, vergiss es. Vergiss es, der hat mich. Ich werde jetzt zu hektisch. Ich kann es vergessen. Load Game. Ich versuche jetzt nochmal recht mit vollem Leben. Vielleicht geht es da ein bisschen besser. Da, 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 da. Jetzt komme ich. Ich werde euch alle füßen. Jetzt werde ich eigentlich alles wissen, was ich sehe. Tschüss. Jetzt wird hier echt so gesehen alles sterben. Jetzt habe ich noch kein Damage einkassiert. Fragt sich nur, wie lange noch. Jetzt habe ich Damage einkassiert. Mann, hier. Damage Stage ist echt gemein. Merkt man ja jetzt schon, wie schlimm die ist. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. So gesehen, wir waren kurz vor der Hälfte. Wir waren kurz davor, Mann. Gebt euch das, wir waren kurz vor der Hälfte und sind da verreckt. Aber ich habe das Muster durchschaut. Hinter den Attacken dieses Bauarbeiter steckt eben ein Muster. Ich habe es durchschaut. Es ist echt simpel, wenn man es echt mal begreift. Hopp. Genau. Jetzt! Nicht, wenn da in der Mitte was kommt. Jetzt muss ich rauf. Jetzt töten. Genau da ist das Muster, ey. Ich bin nur so bekloppt, ey, dass ich sowas nicht sehe. Ach du Scheiße, wer hab ich jetzt getroffen? Kommt mir nicht zu nahe. Seht ihr, das Muster ist eigentlich sehr simpel. Erst dann links was, dann. Seht ihr, ich muss das Muster nur durchschauen. Dann sind die für mich gar keine Gegner mehr. Und dann kann ich ganz einfach da durch. Das kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Ein bisschen Energie tut immer gut. Oh nein, jetzt kommt sie. Jetzt kann der Kuhn gestorben. Oh fuck. Alter. Oh. Seid ihr gemein. Ich töte ihn. Jetzt kommt der Boss.
Yes, er ist down. Wir haben die Hälfte geschafft, Leute. Das war die Hälfte der ganzen Stage. So. Jetzt killen wir dich erstmal. Oh. Fuck. Jetzt kommt's. Jetzt wird's richtig scheiße. Der zweite Abschnitt. Der ist richtig heftig, ey. Ich hab den Balkon gesehen. Ich weiß genau, wie schlimm der ist. Genau das meine ich schon mal. Ein Beispiel für meine Blödheit. Alter, ich bin so manchmal so behäppert mit dem Spielen. Das ist nicht mehr lustig. Komm. Hoch und rüber. Runter und jetzt schaffe ich das. Komm schon. Wenn ich es nicht schaffen sollte, ey, ich wäre so am Vollpfosten. Nein. Nein. Verpiss dich. Verpiss dich, ey, du Schwan. Verpiss dich. Ich habe keinen Bock mit euch zu kämpfen. Oh Gott. Jetzt geht's los hier. Ach, die Stelle. Das ist ein mieses Rätsel. Ja, das ist so scheiße, ey. Hep. Shoot. Schieß, du Sack. Danke. So, jetzt komm. Nein. Alter, was mache ich hier eigentlich? Richtig Zock oder Scheiße? Oh Gott. Du hast mir nichts angehaben können. Warte mal, den müsste ich eigentlich so blatt kriegen. Oder was macht den Blatt? Yes. Verpiss dich. Ihr seid solche Wichser, ey. Wisst ihr das? Oh Gott. Oh Gott, wir haben die Fähigkeit nicht dafür. Nein. Shit, ey. Jetzt bin ich tot. Leute, ich bin tot, Mann. Oder noch nicht. Einmal mache ich's. Aber nur, weil ich am Leben bleiben will. So. Perfekt. Was soll ich da machen, bitte? Ich hätte keine Idee gehabt, wie ich rüberkommen soll. Ich wüsste, was das geht, aber das hatten wir nicht. Ach Gott. Wir haben noch 6 Leben, wir müssen jetzt echt alles geben. Jetzt keine E-Tanks mehr verbraten, wir brauchen einen für den Boss. Notfall, falls ich überleben sollte. Langsam sicher habe ich das Gefühl, ich werde hier noch drauf gehen, aber sowas von. Ich werde hier noch mehr als oft genug drauf gehen. Werden die Schätze diesen Part nicht schaffen? Wenn ich den Part schaffen sollte, dann feiert mich. Aber richtig hart, ey. Wenn ich das schaffen sollte hier. Danke für die Schraube. So, jetzt kann ich... Du Arschloch. Was machst du da eigentlich? Oh Gott, da macht er irgendwas Falsches. Ah, das ist das Glück. Wenn wir Schaden einkassieren. Moment.
So, wie lösen wir das Problem? Ja, das ist das Problem. Ich kann zwar hochspringen, ich wüsste nicht, ob ich dann drauf lande und... Ich kann auch nicht den Hund ausspielen, also ich kann jetzt nicht... den Rushcoy einsetzen, weil wenn ich Rushcoy einsetze, fliege ich garantiert an die Decke. Weil der Sprungkraft das fliegt. Das ist jetzt Risikospiel. Och. Ja, das nehme ich gerne mit so Schrauben. Schrauben werden bei mir gerne genommen. 70, das ist nicht schlecht, aber könnte ich meine Lane wieder aufladen. Oh, verpiss dich, ey. Keiner mag dich. Oder mögt ihr diesen Gegner? Schreibt's mir erst in die Kommentare. Oh Gott, ey. Was war denn das jetzt für ein Manöver? Yes! Der macht irgendwas Falsches, ich sehe es doch. Perfekt. Ich kann mal Folgendes versuchen. Ja, jetzt geht's. So geht's, verdammte Axt. Jetzt hier bleiben. Darüber. Hoch machen. Oh shit. Oh Gott, nein, nein, nein. Das ist eine Falle, ey. Das ist teilweise eine Falle, ey. Hier müssen wir geduldig sein bei diesem Gegner. Das meine ich! Wir müssen geduldig sein, aber nee! Nee! Schieß mich ab! Du fucking Weichser, ey! Ich hau dir irgendwann mal aufs Maul, ich sag dir, dann kommst du nie wieder zurück. Ich würde am liebsten dann sagen, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, ich würde einfach Cut und mache einfach ihm zu einem Abschied einfach weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil dann. Weil wir haben es bis zum zweiten Abschnitt geschafft und ich würde auch nicht nochmal alles komplett machen wollen. Alter, bis ich wieder zurück bin, ey. Ohne Witz, das dauert zu lang für mich. Ich glaube, ihr wollt wieder was sehen, meine ganzen Fails hier. Wir kürzen einfach ein bisschen ab mit dem Video. Ich würde sagen, trotzdem witzig bleiben, aber egal. Naja. Hopp. Runter. Du bist erstmal Geschichte. Der trifft da mich auch noch. Ich kenne eine Taktik, Junge. Die zieht bei mir nicht mehr. Du musst ja echt hochspringen, ey, sonst schaffst du es gar nicht. Yes! Verdammt! Nochmal! Da, dum, da, dum. Dam, dam, da, da, dam, dam, da, da, dam. Einfach nur abschießen. Und nach rechts gehen. Dann kriegt er mich gar nicht. Ah.
Du bist die Hürde zum Boss. Da ist der Boss. Nee, man. Ich werde die erste Runde jetzt wahrscheinlich sterben mit Absicht. Weil es gut läuft. Eigentlich ist er nicht sehr schwer. Oh fuck. Er hat ja auch eine Schwäche. Er hat auch irgendeine Schwäche, die müssen wir jetzt rauskriegen. Flottesgehend. Dann kann ich ihn töten. Ich tippe aufs Arsenal. Dann schieße ich ihm ab. Feuer. Yes. Das ist ja unfair, Mann. Nimm Schaden, Junge. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das sterbe ich jetzt mit Absicht. Wir müssen noch weiter forschen. Wir haben noch 2 Leben. Ein E-Tank. Ich würde sagen, ich teste jetzt den M-Blast, was der macht. Und danach entscheiden wir, wie wir vorgehen. Dann heißt, beim nächsten mache ich dann komplett hart spielen. Yes! Das scheint seine Schwäche zu sein. Bitte. Ist aber deine Schwäche. Kein Kollege, bist du am Arsch. Ich schieß drauf beim nächsten Mal. Na egal, jetzt habe ich deine Schwäche. Das heißt, jetzt holen wir ihn uns. Jetzt werde ich ihn holen. Alles aufladen. M-Blast reinwerfen. Jetzt schnapp ich ihn mir. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, Mann. Der kommt mir jetzt immer davon. Yes, 2 Treffer habe ich hingelegt. Der mir die ganze Zeit bis zum Kopf schwebt hier, ey. Fucking Weichser, ey. Geh verrecken. Ja, er geht sterben, Junge. Der geht sterben. Nein. Nein, die Energie ist ausgegangen. Fucking. Shit, wir haben... Das war jetzt Shit. Scheiße. Ein Leben noch. Seine Schwäche ist jetzt leider nicht mehr möglich zu benutzen. Das heißt, sie müssen jetzt auf normalen Wege töten. Das wird irgendwie überstehen. Der jumpt. Was machst du jetzt? Schieß mir rein mit deinen Nadeln. Jetzt hol ich dich. Jetzt habe ich ihn sehr gut dran. Komm. Jetzt lohnt es sich für dich. Jetzt kann ich ihn töten. Jetzt kann ich meine Energie wieder heilen.
Aber noch warte ich ab. Und er geht eher down. Alter! Yes, ich habe ihn besiegt innerhalb eines Boards. Alter, oh Gott, geil. Alter, manchmal frage ich mich, wie knapp kann es noch werden? Jetzt haben wir Nail Shield and Rush Jet. Yes, yes, den Rush Jet. Den brauchen wir. Ja, im nächsten Part, das werde ich wahrscheinlich schneiden müssen, werde ich mal kurzzeitig in eine unserer alten Zonen zurückkehren, und zwar vom Nitro Man. Da gibt es ja einen kleinen Buchstaben, den müssen wir abstauben. Den hole ich mir jetzt erstmal schnell, weil jetzt haben wir das, was wir brauchen. Den Rush Jet. Und danach geht's zu Gloomen. Also ja, ihr könnt euch wieder einen Kommentar und Wertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Emerald Control!